Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Let's Play Diablo 2 Lord of Destruction. Woher kommt diese Stimme? Diese Stimme aus dem Off? Hallo Freunde! Hey! Ich hab ein bisschen, ich mag die Hotkeys bei OBS. Mag ich sehr. Guck mal, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich weg. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Er ist wieder da. Er ist weg und er muss immer noch gucken, worauf er klickt, weil... Ist so. Ja, schön, dass ihr es geschafft habt. In der letzten Episode, wir sind nicht geflohen. Wir sind klug, wie wir sind, ein bisschen entschwunden. War klüger. Warum gehen wir jetzt ins Blutmoor, werdet ihr euch vielleicht fragen? Nun, wir brauchen Leichen. Wir brauchen unbedingt Leichen, denn ich muss die ganze Bande erstmal so wiederbeleben. Ich schaff's sonst nicht. Zack. Guck mal, da ist noch einer. Da ist noch einer. Und jetzt noch den Magier. Und dann sind wir auch komplett. Fast komplett. Der liebe Otto fehlt noch. So. Da ist sie wieder, unsere Truppe des Todes. Möchte ich fast sagen. Jetzt kann ich erstmal nicht zaubern. Das macht aber gar nichts. Wir gehen mal wieder ins Lager. Denn wir haben noch ein offenes... Ich hoffe, dass das Portal noch offen ist. Gehen noch mal ganz kurz. Und saufen uns mal kurz ein. Oh, ja, das hat zwar ein bisschen geruckelt beim Auffüllen. Guck mal, er hat die flammenden Fäuste des Todes. Wow! Oh, ich werde ja aufgenommen. Ich vergesse das immer wieder. So, nichtsdestotrotz. Auf geht's. Zack. Jetzt gibt's die Rache. Ihr dürft ruhig mit reinkommen, so ist ja nicht. Und das war's? Mal ehrlich, das habe ich nicht geschafft. Das war jetzt nicht so spektakulär, wie ich gehofft hatte. Zack, 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 zack. Wir nehmen erstmal die Tränke mit. Ich kann nicht anders. Ich weiß, es wird noch bessere Tränke geben. Aber ich kann einfach nicht anders. So... Sagen wir, erkunden hier erstmal noch ein bisschen. Wow. Tolle Erkundung. Ich war sehr froh, dass ich das getan habe. Wir müssen nur ein bisschen darauf achten, dass... Ja. Ne? Ihr wisst schon. Wenn diese Flugviecher wieder kommen, dann haben wir unter Umständen ein Problem. Die saugen nämlich Mana ab. Was? Zack. 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 Bleibst du stehen, das ist Chefsache. So. So. Ich muss immer wieder gucken, was ich hier so mache, weißt du? Ein paar Wurfmesser. Das nehmen wir halt alles mit zum Verkaufen. Guck mal, da ist doch noch. Zack. Ah, ich fühle mich gesund. Ja, Freunde. Kommt ihr auch? Oder will er noch warten? Ich will ja gar nicht runtergehen. Echt, ey. Ach komm, wir gehen noch einmal kurz verkaufen. Damit wir... Da oben hat sich gerade die neue Jägerin Ithera festgebackt. Habt ihr gerade gesehen. Hallo. Danke. Ach ja, Freunde. Guten Abend. Ich sag immer Freunde. Ihr kennt... Ich weiß ja gar nicht, ob ihr... Seid ihr meine Freunde? Seid ihr meine Freunde? Bitte seid meine Freunde. Ich brauche Freunde. Bitte. So. Erstmal hier verkaufen. Dann wieder das Gold wegbringen. Ihr kennt das. Business as usual. Auf geht's, Freunde. Auf geht's. Ja, wir müssen vielleicht auch mal die Lebensdauer unserer Mitstreiter. Hä? Ach so, da. Ja, bitte! Mitten in die Scheiße rein hier, oder was? Ja, schönen Dank auch. Ah, toll. Wenn das schon mit dem Questlogbuch anfängt. Entledigen Sie sich der bösen Gräfin. Wir nehmen leider noch nicht mal 5 Minuten auf. Das hätte ich jetzt gesagt, okay.
Machen wir hier ein kurzes Päuschen. So. Wir sammeln das alles später ein. Wir müssen erstmal gucken, wo die Schweinegräfin ist. Okay. Da, wenn da schon so ein riesiger Gesundheitsbrunnen ist, ne? Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch einer. Und nochmal die Knochenrüstung hochzaubern. Während wir... Also noch haben wir ja die Zeit hier. Noch haben wir die Zeit, Freunde. Ich... Mal gucken. Ist das vielleicht ein Stab, der mich weiterbringt? Das kann man... Das weiß man noch nicht. Ich habe gesagt, wir sammeln das alles später ein, aber... Wer weiß, ob es ein später geben wird. Da atme ich ganz schwer ins Mikro. Oh. Was habe ich denn gegessen? Ich will hier nicht. Ich mag dieses Spiel nicht. Na schön, kriegst du schon Ausdauer-Elixier. Oh Gott. Wenn hier so viel Gold liegt. Ich mag das nicht, aber wenn hier so viel Gold liegt, dann das ist doch nicht gut. Guck mal, was haben wir denn jetzt? Ja, schon wieder fast 1000. Ein konservierter Kopf. Weißt du, wir werden hier noch voll gepumpt mit guten Sachen. Oder mehr oder minder guten Sachen. Aber ich mag das doch nicht. Ich habe vor solchen Spielen, ich will nicht sagen, dass ich Schiss habe, aber ich bin tatsächlich ein bisschen angespannt und nervös. Und da kommt wieder mein gefakter Hamburger Akzent durch. Okay. Ledierter Saphir. Das sind die Kackviecher. Das sind die Kackviecher. Die müssen wir schnell platt machen. Ich hatte gehofft, dass das die Gräfin ist. Ja, bitte! Los, 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 los. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Was macht ihr denn da? Da ist die Gräfin. Das ist die Gräfin. Das ist die Gräfin, oh, die... Die Gräfin ist gelegt. Und die macht noch ein bisschen Staub. Ja, nice. Schatz suchen. Ha. Schatz finden, ja. Was für ein Spruch. Frrr. Oh Gott, oh Gott. Feuchter Traum hier. Ich nehme alles mit. Ich nehme auch die ganzen scheiß Heiltränke mit. Ist mir völlig wumpe. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ey, ist mir sowas von egal. Warte mal, was ist da unten noch? Achso, da waren wir schon. Oh, Leute. Leute, Leute. Seid ihr des Wahnsinns. Gold, Gold, Gold. Ich liebe Gold. Ich liebe Gold, 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 Gold. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das ist mir egal, wir kommen doch gleich wieder. Ey, dieser Knopf, ne? Ist übrigens die Alt-Taste. Vielen Dank nochmal an den edlen Tippgeber. Ich bin überladen. Ja, ja, ja. Mach ruhig. Mir völlig wumpe. So. Wir müssen gleich auf jeden Fall... Ich kann nicht noch mehr tragen. Eine Eldruine. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Ich bin überladen. Juwel und Gold und Gold. Alter Schwede. Pass mal auf, wir müssen mal ganz schnell. Und ich weiß, jetzt hast du kein Portal mehr. Dann hätte ich jetzt geweint. Ganz schnell mal eben zu Deckard. Gut gemacht. Ach nein. Freund. Durch Mut und Gelegenheit wurde eine neue Art der Alchemie geschaffen. Musst du kurz was trinken? Oh Gott, das hat man jetzt gesehen. Ich trinke nämlich relativ häufig während der Aufnahme. Keine Schleichwerbung. So, schnell zu Giet. Ein paar Sachen verticken. Das Gold bringen wir später weg. Ja. Dann haben wir nämlich mal Kassensturz. Oh, wir haben jetzt schon 1,8. Bist du verrückt? Okay. Schaden und Toten. Stab der Zähne. Oh, ja, aber das ist ja... Ihr werdet mich alle hassen.
Aber ist mir völlig egal. Ich mache, was ich will. Was ist das hier eigentlich? Ach, den Saphir, den nehmen wir natürlich mit. Boah, wir haben die Gräfin und damit die Quest gelöst. Das heißt, die nächste Quest erwartet uns. Ist das nicht was Schönes? Guck mal, wir haben jetzt schon 4-8. La, la, la. Und wir sind noch lange nicht fertig. Ein Juwel, die Eldruine. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Guck mal, hier ist noch ein Jagdbogen. Und noch ein bisschen goldiges Gold. Jetzt mal zurück. Toll, da kann man sich gar nicht heilen. Was müssen wir eigentlich jetzt machen in der Quest? Oh, Quest abgeschlossen. Das war's mit der Gräfin. Ja. Steffi Graf. Oder so. Nein, Steffi Graf war eine gute. War eine sehr gute. Ist auch, ne, ist auch sehr vernünftig. Ich sag mal hier, der Boris Becker. Auch no offense, aber, ich wusste, ich habe was vergessen. Boris Becker ist ja so ein bisschen wunderlich geworden, sagen wir mal, nach seiner aktiven Zeit. Ist jetzt, glaube ich, Tennistrainer. Ich glaube sogar für den Deutschen Tennisbund. Also, glaube ich. So. Nach Hause. Und naja, so mit seiner ganzen Insolvenzgeschichte und so weiter, ist alles ein bisschen komisch. Auf zum Geschäft. Ja, läuft. Ach so, nicht, oh, wir haben geiles, oh, wir haben einen neuen Beschützer. Wir müssen gleich mal gucken, was das ist. Auf jeden Fall Steffi Graf, die macht das irgendwie richtig. Die hat Andrew Agassi geheiratet und ist dann eher so aus der Öffentlichkeit weitestgehend entschwunden. Oh, nur für den Paladin. Okay. Er wird aber Geld bringen. Mhm. Mhm. Was macht denn die Eldruine? Anbringung möglich an gesockelten Gegenständen. Waffen, 76% Schaden an Untoten, 50% zu Angriffswert gegen Untote. Bei Rüstung und Helm jeweils eine 16%ige langsamere Ausdauerabsaugung und 7% erhöhte Chance beim Blocken auf Schilde. Also, oh, was ist denn? Juwel des Geizes. Extra Gold von Monstern. Läuft bei uns. So, jetzt mal hier kurz. Den Saphir haben wir gleich doppelt. Egal, doppelt hält besser. Jo, noch ein Saphir. Das Juwel. Muss ja auf das Juwel packen wir mal da hoch. Die Ausdauerelixiere bis auf 2. Verticken wir die mal alle. Was ist das hier eigentlich? Dolchmesser. Aha. Schön. Hier, den Onkel lassen wir auch drin. Das hört sich ja an, als würde sich jemand über die Lippen lecken hier so. Okay, gut, reicht. Ja, den Kappes verkaufen wir eben nochmal schnell. Und dann, also, upala, dann sind wir ja bald soweit. So. Das verkaufen wir. Gab jetzt nicht so viel, glaube ich. Verkaufen, 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 verschmaufen. So. Naja, die hätten wir euch behalten können. Egal. Geil. Geil, geil, geil. Können wir uns jetzt... Ja, wir können uns weiter. Wir haben wieder 5 Punkte, die wir locker, flockig verteilen können. Wird tatsächlich nochmal 2 wieder auf die Vitalität geben. Ja, komm hier. Mal 2, dass das Mana mal ein bisschen voller ist, dass wir mehr zaubern können. Und 1 auf die Stärke. Was soll der Geiz? Puh, ich bin ganz geflasht. Das ging jetzt doch einfacher, als es die letzte Episode hat vermuten lassen. 6.000 haben wir da rausgenommen. 94.795 haben wir jetzt. Ich bin schier begeistert. Da können wir jetzt natürlich richtig noch auf den Putz hauen mit unseren ganzen Sachen. Ja. Bing, 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 bing. Das muss alles so ein bisschen, ne? Stehst du? Zusammenpassen. Oh. Ach, weiß ich nicht. Boah, ich bin völlig durch den Wind gerade. Was wir jetzt mal machen können, ist, wir gucken uns jetzt noch mal ein paar Minütchen das Glücksspiel an. Ja, wir haben ja das Geld. Komm mal her. Glücksspiel. Ha.
Wir können hier um ziemlich coole Sachen spielen. Weißt du, jetzt haut er die richtig guten Sachen raus. Aber ich befürchte, je höher das hier ist, weil ihr seht ja hier die Geldwerte, desto höher kann auch der Verlust sein. Eine fette Sense, Alter. Was machen wir? Ah! Oh, da sind mir fast die Kopfhörer runtergewackelt. Übrigens, irgendwie sieht das alles ein bisschen schief, ne? Ich glaube, ich habe einen ganz komischen Kopf oder ich muss die nochmal wieder neu einstellen. Egal. Was spielen wir denn? Spielen wir doch hier mal um die Stiefel. Ich kann die kaufen? Warte mal. Ach so, das ist Glücksspiel. Es ist Glückssache, was man bekommt. Okay. Oh, haben wir jetzt 2000 für ausgegeben. Der Ring ist mir ein bisschen zu teuer und das Amulett auch. Vielleicht nochmal die Schärpe. Oh, es gibt Schlimmeres, ne? Ach komm, was soll der Geiz? Nochmal den Knüppel. Scheiße. Ja, ist jetzt nicht so prall gewesen. Das ist wirklich Glücksspiel. Hallo, willst du mir das abkaufen? Nein, wir gucken jetzt natürlich nochmal. Diese Schärpe hier hat eine Verteidigung von 6. Diese hier hat eine Verteidigung von 3. Verteidigung 6, Ausdauer und Giftstärke reduziert. 6. Das ist alles nur Kacke, ey. Ich wurde davor gewarnt. Ich wurde in den Kommentaren davor gewarnt, es zu tun. Hier auch, das Ding ist... Hier, alles weg. Wow. Aber 7000 ungefähr ausgegeben und 800 wiedergekriegt. War jetzt nicht ganz so optimal. Scheiße. Ach, Freunde. Ja. Uns fehlt kein Skelett. Ich dachte gerade schon. Hier ist sie, unsere lustige Truppe mit, wuselt doch mal hier nicht so rum. Mit Jörg, Frederik, Rodrigo, Harry Houdini, Otto und Ithera. Ach ja. Schönes Gruppenbild eigentlich auch, ne? Wir können ja mal gucken. Die nächste Quest wird sein, das richtige Werkzeug. Suchen Sie in der Kaserne des Klosters nach dem Horadrim-Malus. Sehen Sie sich vor dem Schmied vor, der ihn bewacht. Ich bin sehr froh, dass wir nicht den Phallus des Schmied holen müssen. Egal. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen, Einschalten, Mitmachen, Kommentieren etc. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und freue mich darauf, wenn es wieder heißt Let's Play Diablo 2 Lord of Destruction. Euer Dr. Crappy sagt, macht's gut. Und das Coole ist, ich kann mich jetzt wegschalten. Pass auf, noch bin ich da. Jetzt bin ich weg. Alles klar, vielen Dank und ciao.